Hallo, wir sind zurück. Heute war ein ganzer Klassiker. Ja? Wir machen ein gebackenes zum Grill. Was brauchen wir von meiner Seite? Wir brauchen ein Öl, da drin habe ich ein bisschen Schweineschmalz mit dabei. Wir brauchen ein schönes Händerl, wir brauchen Salz, Mehl, Eier mit Milch verquirlt und Semmelbrösel. Claudia, was brauchst du? Ja, ein bisschen eine Beilage gehört natürlich auch zum Bockhändel. Wir haben uns heute entschieden für einen Rahmgurkensalat. Ich habe euch da schon die Kartoffeln gekocht und geschält. Wir brauchen zwei Salatgurken. Und für die Marinade habe ich euch da schon zusammengerichtet Sauerrahm, Salz, Knoblauch und ich habe immer sehr gerne Dille mit drinnen. So, jetzt müssen wir unser Händel zerlegen. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob ein frisches oder schon gegrilltes. Ja? Legt es euch vor allem hin. Schneidet oben beim Brustbein entlang runter, klappt es euch auf, ja? Dann schneidet es links und rechts vom Rückengrat weg. Schneidet euch das Rückgrat raus, ja? Auch ein Bischof kommt auf Zeiten. Dann legt es euch auf die Seiten hin, nehmt das Hinterhaxel, schneidet es bei der Haut unter eure Beine und schneidet es leicht schräg weg. Und habt jetzt zwei schöne Teile so. Das Hinterhaxel habt ihr da Gelenk, da schneidet im Gelenk mitten durch. Und vorne geht es her, damit das Bruststückel gerecht geteilt ist, zwischen Flügel. Ding geht es her und schneidet es da leicht schräg vor dem Flügel runter. Ja, drückt es noch einmal durch. Habt zwei Teile. Und am Flügel geht es her und schneidet es vorne das Flügel weg. So, ihr wisst ja, beim Panieren haben wir oft das Problem, dass die Finger noch mehr Panade oben haben als wie das Händel oder die Schnitzel selber. Gibt es einen einfachen Trick. Eine Hand zuständig für die trockenen Zutaten, fürs Mehl. Eine Hand zuständig wiederum für die feuchte Zutat, fürs Ei mit der Milch verquirlt. Und dann nehmen wir wieder die andere Hand, panieren wir uns das Händel schön raus und nicht fest andrucken, dann wird die Panade schön locker. Und wenn ihr schaut, trockene Hand, feuchte Hand. Und jetzt ist es wichtig, dass wir nicht auf indirekte, also direkte Hitze gehen oder auf indirekte Hitze. Wir machen eine Mischung aus halb-halb. Das heißt, wir gehen ein Stückchen weiter auseinander als wir direkt. Setzen den Rost ein, ihr habt es oben und unten voll offen. Setzen unseren Topf mit Öl ein, ein bisschen Schweineschmalz. Lassen das Ganze jetzt erhitzen. Und dann geht es weiter. So, und dabei wir warten, bis unser Fett heiß wird, damit wir unsere Händel herausbacken können, machen wir uns unseren Salat fertig. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir schneiden uns unsere Kartoffeln blättrig rein. So, nehmen wir unsere Gurke, grobeln wir sie uns drauf. Das haben wir auch gemacht. Weg. Unsere Gewürze und unseren Sauerrahm rühren wir uns ab. Dann rühren wir uns das Ganze nur mehr durch und wir haben unseren Rahmgurkensalat fertig. So, jetzt schauen wir, ob unser Öl heiß ist. Wir haben den Händelhaxel in der Hand. Den Deckel auf und den schön aufschäumt. Jawohl, jetzt ist es perfekt heiß. Jetzt können wir es fallen lassen. Jetzt können wir unsere Händel einlegen. Unsere Händler sind jetzt drin, wir sehen, sie blubbern schön dahin. Ab jetzt ist wichtig, bitte macht den Grillerdeckel nicht mehr zu, außer es wird zu wenig Hitze, dann macht es zu und dann lasst es offen. Bitte passt auf, dass jetzt viele Fettspritzer auf eure Kohlen kommen. Das könnte auch in Flammengefahr sein, da sein, ja. Bleibt daneben. Aber der Vorteil bei der Methode ist, es stinkt draußen und dann trifft es.